Was geht ab, Freunde? Ich bin Henry Gaming. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's mit Assemblance. Wir sind wieder in den Assemblance Labs unterwegs. Und beim letzten Mal war das schon sehr creepy, was hier alles so vor sich gegangen ist im Spiel und auch hier in meiner Wohnung. Wir schauen mal, wie das Ganze sich jetzt entwickelt und weitergehen wird. Bin sehr gespannt. Die Story bis jetzt scheint sehr geil zu sein. Ich weiß aber allerdings jetzt nicht mehr so ganz genau. Genau, beim letzten Mal bin ich stehen geblieben und dann hat die Frau am Telefon angerufen, war am Heulen und hat gesagt, ich soll nach Hause kommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich vermutet sie, dass ich hier fremd gehe. Ich weiß es nicht. Ja, das könnte leicht sein, aber es ist nicht so. Es ist ein Sexroboter. Da sind keine Gefühle dabei. Ja, das ist einfach nur ein Roboter. Please. Aber Frauen finden immer irgendwas, um eifersüchtig zu sein. Ja, machst du mit einem Roboter Liebe? Und was kommt bei raus? Scheidung. Don't make things worse. Okay, don't make things worse. Was soll ich denn bitte noch mehr schlechter machen, du Pisser? Was soll ich denn noch schlechter machen? Du hast diesen scheiß Schmetterling in dem Rahmen drin. Diesen blauen. Die Butterfliege. Ne? Was soll denn hier noch schlechter sein? Okay, ich habe gerade ein bisschen Angst. Denn ich glaube, Müsli-Schlüssel wurde nicht weggeräumt. Das bin auch ich wahrscheinlich. Ja, das bin auf jeden Fall ich. Das bin sehr sicher sogar ich, okay. Sie hat beim letzten Mal geheult. Hat gesagt, Mann, komm nach Hause und hat geheult. Warum hat sie denn geheult? Warum? Weshalb? Das verstehe ich nicht so ganz. Wo ist sie? Ist sie hier irgendwo? Ist sie gar nicht da? Warum ist sie gar nicht da? Aber hier, seht ihr das ja? Wir haben ja da immer noch so ein Loch in der Wand, ne? Das ist schon komisch. Es erinnert mich schon ein bisschen sehr stark an PT, das Ganze hier, aber... noch ein bisschen krasser. Quarter after five. Okay, ich muss also nicht wieder hierher, wie es aussieht. Aber die Frau hat mich doch angerufen. Die hat doch gesagt, sie soll nach Hause kommen. Wo ist sie? Frau? Und wohin guckst du überhaupt raus? Warum schaust du überhaupt aus dem Fenster? Warum? Der Kopf ist viel zu groß gemacht worden. Der Kopf ist richtig hässlich. Das ist überhaupt kein schönes Bild. Okay. Hier ist also Frauchen nicht, obwohl wir ja doch einen Anruf bekommen haben. Wir sollten schnell nach Hause. Aber... da ist keiner. Der hat mich verarscht. Warum hat er mich verarscht? Wollte mich irgendwie weglocken? Was führt unsere Frau im Schilde? Ich glaube, sie will mich zerstückeln und meine Lebensversicherung irgendwie vielleicht einheimsen. Das kann sein. Die Frau ist hinter meiner Lebensversicherung her. Das ist die einzige Art, wie ich irgendwie irgendwas wert bin. Meine Lebensversicherung. Okay, dann werden wir halt wieder mal zurück in die Assemblance Labs, in mein Office. Und dann einfach mal wieder schauen, dass die Zeit hier wieder vergeht. Wir müssen hier wieder ein bisschen gucken. Jetzt sind wir nämlich wieder, seht ihr das? Wir sind wieder da. Ich habe aber nicht... ich check das Ganze hier nicht so ganz. Ich habe ja nichts gemacht, ne? Wir müssen einfach warten, bis die Zeit vergeht. Einfach warten, dass die fucking Zeit vergeht. Und sonst so, Leute, was geht ab bei euch? Was treibt ihr so? Was habt ihr euch als letztes reingezogen bei YouPorn? Okay, komm. Wir müssen jetzt hier das einfach abspielen lassen, einfach ablaufen lassen, warten ein bisschen und dann passiert es hoffentlich mit der Zeit wieder, dass wir wieder ein bisschen Zeit reisen. Schauen wir mal, ich versuche es. Mein Kopf juckt! Das ist schon so. Ja, jetzt fängt es an. Seht ihr das? Jetzt fängt es an durchzudrehen. Die Zeit ist 12.02 Uhr, drücken wir nochmal drauf. Wir müssen das gleiche nämlich nochmal wieder vormachen, nochmal triggern. Gespeichert wurde das ja auf jeden Fall, das weiß ich. Aber wir laden das ja dann neu. Ne? Vielleicht mache ich das Ganze auch jetzt einfach umsonst. Wollen wir dann gleich sehen, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Beziehungsweise ideenlos, unsprachlos. Das ist schon sehr creepy, oder? Das ist schon verdammt creepy, wie das hier gesprochen ist.
Und es wiederholt sich die ganze Zeit. Das war mal schon alles gehört. Hör auf zu labern, du blöde Sau. Okay. 12.03 Uhr. Wenn ich das jetzt nochmal mache, glaube ich, fängt jetzt die Zeit an zu spinnen. Und dann haben wir es auf einmal morgen. Und dann bekommen wir einen Anruf von der Frau. Und dann müssen wir in die Wohnung. Das habe ich ja bevor auch so, genau so gemacht. Oder wurde es vielleicht doch nicht gespeichert? Kann sein, dass es vielleicht eventuell doch nicht gespeichert worden ist. Wir müssen das Ganze wiederholen. Das ist ein bisschen blöde. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja. Komm, wir machen das einfach. Aber ich finde es echt bis jetzt extremst interessant. Bin gespannt, wie das Ganze noch weitergehen wird. Was auch mit der Frau auf uns, was es mit der Frau auf sich hat. Nicht auf uns. Ja, Frau auf uns ist natürlich immer schön. Ne? Frau auf uns ist immer super. Das ist nice, das mag ich. Ah, mit LB kann man sogar sprinten. Habe ich jetzt rausgefunden. Oh, Wahnsinn. Dass das geht. Okay, 12.04 Uhr. Hat nicht hier irgendwie angefangen, die Zeit zu spinnen? Um 12.04 Uhr? Eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste doch jetzt anfangen, die Zeit zu spielen um 12.04 Uhr. Ja, jetzt, 5.22 Uhr. Seht ihr das? Yes, auf einmal ist 5.22 Uhr. Und dann sehen wir, dass hier noch die ganzen Dinge da wieder nicht durchgestrichen sind. Das heißt, wir sind jetzt zurück in der Zeit, oder? Weil dann konnte ich das ja nicht durchstreichen. Also müssten wir zurück sein. Mit der Zeit, ne? Check ich nicht so ganz, aber okay. Ah, schau mal, wenn ich da drauf bleibe und auf die Uhr gucke, dann vergeht die Zeit, oder? Trigger ich das damit, wenn ich hier auf die Uhr schaue? War ja bei Petit so ähnlich. Wenn man da sich irgendwelche Sachen angeschaut hat, dann passiert da was. Okay, schauen wir mal kurz. Ob sich da jetzt irgendwas ändert direkt. Ja? Seht ihr das? Oh, da war was auf dem Monitor. Ich hab's nicht gesehen. Mann, ich bin nicht behindert. Da war irgendwas auf dem Monitor. Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Was war jetzt blöd? Da war irgendwas zu sehen auf dem Monitor. Mann, ich hab's verpasst. Ich bin ein Arschloch. Ich bin ein Vollidiot. Warum könnt ihr auch nichts sagen? Warum könnt ihr nicht sagen, ey, da ist ein Monitor, guck mal. Warum? Ah, weil es kein Livestream ist, ne? Ja, ja. Jetzt heult ihr dumm. Okay. Ja, wer are you? Ich bin nicht da. Ich bin bei der anderen Frau. Ich bin bei meiner zweiten Frau, bei der Roboterfrau. Ja, das habe ich doch abgespielt, oder? 21 AM. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist sie. Okay, come home. Aber ich bin dann nicht nach Hause. Wenn ich jetzt ja aus dieser Erinnerung... Wenn ich jetzt aus dieser Erinnerung rausgehe, dann ist es ja wieder vorbei. Man kann, glaube ich, nicht von Erinnerung zu Erinnerung. Mit der Zeit. Ich lasse noch ein bisschen... Verfickter Pfleger! Ich warte noch ein bisschen Zeit. Ja, genau, wieder auf meinen Kopf. Alter, diese verfickten Fliegen, das sind so schlimm. Das sind schlimmer als Teinutten, die die einen lutschen wollen für 5 Euro. Und nicht aufhören, dich dauernd irgendwie zu belästigen damit. Ah! Schau schon wieder in meine Fresse. Stinke ich so sehr? Naja, ein bisschen schon, aber... So schlimm auch wieder nicht. Verpiss dich! Ich will nichts kaufen! Meine Güte, schlimmer sind Zeugen Jehovas, wenn sie vor der Tür stehen. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Irgendwas stand da nämlich am fucking PC und ich hab's, glaube ich, verschissen. Ich glaube, weil ich nicht auf den PC geguckt habe, habe ich es verschissen. Ich muss nämlich genau zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf den PC gucken. Wenn die Zeit anfängt zu spinnen. Ja, aber jetzt hängt das wieder bei 1,40. Alter, das ist wie bei Petit so ähnlich, ne? Ja, die Zeit hängt bei 1,40 und geht nicht mehr weiter. Bis ich nicht irgendwas gemacht habe. 1 ist 41. Aha. Da, wir müssen das Ganze noch so ein bisschen herausfinden. Leute, ne? So, ich versuche mal, weil die Frau gesagt hat, komm nach Hause, versuchen wir es auch mal ein bisschen nach Hause zu gehen. Mal schauen, ob sich dann da vielleicht irgendwas geändert hat. Denn ich habe beim letzten Mal ja, bin ich ja hier raus und habe gedacht, vielleicht wird das gespeichert.
Aber so wie es aussieht, war das dann doch nicht gespeichert. So, wir haben es 9.18 Uhr. Aha, schau, 2.13 Uhr. Alles klar, jetzt habe ich das gecheckt. Also wenn wir hier auf diese Uhren blicken, die hier überall sind, und dann kurz draufzoomen, dann geht die Zeit. Dann verändert sich die Zeit. Jetzt ist es nachts, 2.13 Uhr, 2.14 Uhr. Also ich kann wirklich, wie es aussieht, ja, in die Zeit reisen. Okay, hier wurden sehr viele alte Bilder rausgeholt und sich angeschaut, ob das gut ist. Und die Frau hat ja auch geheult. Die war ja am Weinen am Telefon. Hier hat sie... Oh, da haben wir eine Taschenlampe sogar drin. Ist das nicht nice? Wir haben eine Taschenlampe. Alter, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich eine Taschenlampe brauche. Der hat sie das Bild auch weggetan. Das ist davor da gestanden mit den Blumen. Wahrscheinlich sind es Blumen von mir und wir laufen jetzt einfach mal hier schön durch. Okay, das hat jetzt echt ein bisschen PT-Style. Das ist jetzt echt sehr creepy. Wir werden mal hier einfach mal schön langsam hier durch. Oh oh. Da habe ich auf jeden Fall einen Schatten gesehen im Badezimmer. Oh, das Spiel ist geil. Und ich mache es auch noch spannender für euch mit meinen Kamerafahrten. Ich weiß. Okay, da hinten ist auf jeden Fall eine Gestalt. Frau, bist du das? Schatz, ich bin wieder zu Hause. Fuck. It's all part of your design. You're not ready. Trust me. Okay, you're not ready. Trust me. Also ich bin noch nicht bereit, so weit zu gehen. Alles klar. Gerade dann, wo es spannend geworden ist. Vielleicht war die Frau da im Bad und dann hat sich das Leben genommen, so wie es aussieht. Woher kommt diese Kugel im Schlafzimmer? Hat sie es gemacht? Hat sie das selbst sich angetan? Schauen wir mal. Ich versuche nochmal kurz, das nochmal zu laden. Und da ist nochmal hin. So, dann muss ich nochmal kurz das da machen. So, 2.13 Uhr. Taschenlampe ist auch schon ausgepackt. Alles klar. Vielleicht kann ich das ja jetzt machen. So. Spinden wir hier mal kurz durch. Ich weiß, ist ein bisschen creepy, aber wir sind ja schon da mal gewesen. Nee, das... Aber da steht sie! Da steht sie! Bin also nicht bereit für die Wahrheit. Warum? Woher willst du wissen, dass ich nicht bereit bin für die Wahrheit, Alter? Was ist los mit dir? Ich bin immer bereit für die Wahrheit. Okay, dann mal wieder hier zurück. Wir haben es wieder 12.01 Uhr. Ja, das wissen wir schon. Soweit sind wir auch schon mal gewesen. Und öfter. Aber das möchte ich gerne wissen, was das heißt. Remember when she saw the blue butterfly? RWSSTBB. Das, ja, ich habe gedacht, vielleicht kann ich das irgendwie so abkürzen und CIS-like irgendwie was machen, aber nö. So. Auf die Uhr blicken, 5.22 Uhr. Aha. So, und dann nochmal auf die Uhr blicken. Dann muss ich das dann irgendwie abspielen. Und so schauen, dass ich das Ganze einfach wieder so mache, wieder vor. Genau, jetzt geht die Zeit. Jetzt geht sie. Okay, jetzt auf den PC gucken. Jetzt hier auf den PC gucken. Denn der ging zwischenzeitlich kurz an und da war irgendwas zu sehen. Das habe ich nämlich rausgefunden. Ah, okay, das ist nur... Ah, seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Irgendwie so... Ein Plan von irgendwas. Ne? Irgendein Plan von irgendwas. 1:21. Vielleicht kann ich ja genau zu dieser Uhrzeit um 1.21 Uhr zurück. Ne, kann ich nicht, ne. Alter, das ist jetzt richtig interessant, die ganze Scheiße. 1.21 Uhr war das. Jetzt haben wir es 1.41 Uhr. Ja, weiter als hier geht das nicht. Space Cats! Nice. Okay, weiter als hier geht das nicht, ne? Obwohl, warte mal, schau mal, da ist noch irgendwas zu sehen auf den Bildern. Remember when she saw the blue butterfly? Aha, okay, vielleicht finde ich hier noch irgendwelche Hinweise auf irgendwas. Mal schauen, wir spielen ein bisschen Columbo. Hier passiert nicht mehr viel großartig, wenn ich auch auf die Uhr gucke und so, ne? Okay, dann werden wir noch mal kurz
zurück und uns nochmal einfach die Erinnerung anschauen. Da mit dem blauen Schmetterling, ne? Bei der Woodland Ridge. Woodland Ridge, bitch, motherfucker. So, genau so. Da haben wir nämlich auch hier noch einen. Eine Butterfliege, schaut mal. Aber die blaue Butterfliege, die macht irgendwas. Was soll denn da gewesen sein? Remember when she saw the blue butterfly? Ja, und was soll mir das jetzt sagen? Da muss ich auch hier irgendwo rausgucken zu den Matschtexturen. Aber ich denke nicht. Ich glaube, hier ist eigentlich so ziemlich alles erledigt, oder? Ne, da kann ich auch nichts wirklich machen. Warum hat denn deine Wichser irgendwie gemeint, du bist nicht bereit hierfür? Wofür soll ich denn dann bereit sein? Vielleicht unten irgendwas zu sehen? Sehe ich unten vielleicht irgendwas? Nackte Menschen? Ist hier irgendwo ein FKK-Stand? Würde ich mich gerne gleich mal anschließen. Aber ja, meine Suche nach FKK-Strand ist wohl ein bisschen missglückt. Ich finde nämlich keinen. Okay. Hier ist also kein FKK-Stand. Da bin ich ja völlig umsonst gekommen. Raus hier. Gut. Ja, jetzt habe ich ein bisschen einen Hänger. Jetzt habe ich echt ein bisschen einen Hänger. Bei mir hängt es gerade. So wie mein... Ich lasse das mal lieber. So wie mein Schwanz. Und meine Hoden. Die hängen auch gerade raus. Aus der Hose. Habe ich denn da vielleicht irgendwo noch eine Uhr? Weil die haben ja 9.18 Uhr. Da kann ich dann die Uhr ja rüber machen auf die Uhrzeit, dass dann halt eben das hier nämlich passiert. Okay, sonst habe ich hier keine Uhr mehr, wo ich irgendwie irgendwas machen kann. Interessant. So. 2.13 Uhr wieder. Aber da steht ja, dass ich nicht für das bereit bin. Komisch, kann ich... Ah, das ist auch gar nicht da, guck mal. Repeating this action is not productive. Instead, maybe you should bury yourself in your work, like you always do. Hat also gemeint, das, was ich mache, hier macht keinen Sinn, das ständig wieder zu wiederholen. Ihr solltet wieder zurück zu meiner Arbeit. Alles klar. Irgendein Arschloch will mir also dauernd irgendwas vorgeben, was ich zu tun haben soll. Interessant. Und jetzt haben wir einfach nur ein schwarzes Bild. Am Ende ist alles schwarz. Außer man ist weiß. Okay. Ist das jetzt so gewollt? Hallo? Warum ist hier alles schwarz? Und warum geht's nicht weiter? Wisst ihr was, Leute? Wir sind auch schon ohnehin 18 Minuten gerade unterwegs. Wisst ihr was? Wir machen einfach einen kleinen Cut. Ja, am Ende ist alles schwarz, wie ihr seht. Am Ende macht alles keinen Sinn. Ja, schreibt das in den Kommentaren. Hashtag am Ende ist jeder schwarz. Das will ich von euch lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, sehr mysteriöse Scheiße, was hier vor sich geht. Und ja, haut rein. Nicht vergessen, Däumchen da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn nicht, seid ihr einfach ein Mensch, der scheiße ist. So einfach ist das. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Hellgaming. Haut rein. Ciao.